Hallo Bettfingerproblem. Und herzlich willkommen zurück zu OMSI 2 und im Hintergrund ist der Tobi mit dabei. Hallo. Und der wiederholt noch für seine Prüfung morgen. Ach, Quatsch. Deshalb wird er uns noch ein paar Fachbegriffe in den Kopf werfen, wenn er Lust hat, aus dem Bereich Mensch-Maschine-Interaktion. Das Fettfingerproblem, aber da bin ich schon vorbei, ich hab nur irgendwas Passendes. Ich bitte das zu tolerieren. Grundsätze war mir jetzt irgendwie zu langweilig, das zu sagen. Ja, verstehe ich. Wir fahren heute auf der Städtedreieck V3 in Ermangelung einer besseren Version, weil die von Tobi hat sich irgendwie selbst zerstört. Ja, aber bei Tobi auch. Und nee, da habe ich mir die selber zerstört. Die hat sich nicht selbst zerstört, das war ich. Ja gut. Und da fahren wir die Linie 69 nach Griesbach Bahnhof vom Donnerhain aus, nach mehreren Versuchen, die jetzt auch dann zu einer funktionierenden Hofdatei im richtigen Bus geführt haben. Und ich würde sagen, wir schnacken nicht lange weiter rum. Ich mache kurz noch ein Thumbnail. Knack mir das kurz nach Paint rein und dann fahren wir los, stell mal vor und Attacke. Also prinzipiell dürfte der Bus jetzt losfahren. Er tut's nicht. Recht spannend. Das nächste Problem, jetzt fährt der Bus nicht los. So langsam aber sicher, ne? Hm. Hat das Comedy-Potenzial, meine Damen und Herren. So, versuchen wir mal einen Rückwärtsgang. Ja, er kommt so langsam, aber sicher. So, fährt er jetzt auch netterweise vorwärts, sonst müssen wir die Linie leider rückwärts fahren. Fände ich auch witzig. Kontinuierliche Fourier-Transformation. Ja, das kann ich wieder. Ja? Wie lautet die denn? Integral von minus unendlich bis unendlich, e hoch minus ikx mal f von x. Oder f von t, je nachdem wie die Variable heißt. Ja, x ist ja schon... dx natürlich, sonst ergibt das keinen Sinn. Ja. Tatsächlich hier als u statt k, aber... Ja gut. Liegt einfach... Lassen wir den Leuten ihre Kreativität. Richtig. Also wir hatten heute schon diversen Spaß mit dieser Karte. Erst hatte ich die falsche Hofdatei, das war mein Fehler. Dann hat OMSI es nicht geschissen, die Hofdatei zu switchen. Was war das nächste? Dann hat der Bus nicht richtig geladen. Und dann hat OMSI nach dem richtigen Laden des Busses erstmal eine Grastextur aus dem Speicher geworfen. Also ich habe heute Spaß bisher. Von daher kann nur besser werden. Ja. Ich finde es schön, die Eigenschaften der kontinuierlichen Fourier-Transformation stehen hier. Vertauschungssatz, Separierbarkeit und Faltungssatz. Ja, die wichtigste haben sie vergessen, ist ein Isomorphismus von L1 auf sich selbst. Daraus folgen dann die anderen drei. Was könnt ihr denn so alles Fourier transformieren für Funktionen? Weiß ich nicht. Hier geht es sowieso nur um Eingabesignale halt. Das ist ja langweilig, die sind ja L1. Also, nein, also kannst du ja auch einen Sinusatz-Eingabesignal haben. Der ist auch L1. So. Das ist nicht so spannend. Ja. Komm, das Spannendste hier ist die zweidimensionale Fourier-Transformation. Hast du mir jetzt rein?
und Y. Finde ich nett. Ja. Was macht hier denn ein V draus aus X und Y? Ist mir eigentlich ein anderer reingefahren oder was? Hä? Warum ist der Bus kaputt gegangen? Hallo? Hä? Ach, scheiße, Dreck, du bist eine wunderliche Karte. Mann. Ja, ich weiß, dass ich jetzt verspätet bin. Das hole ich wieder raus. Wir haben Landstraßenabschnitt. Ja, schön ebene Straße vor allem. Ja, nicht hier. Auf dem Weg zu Griesbach. Da hole ich das wieder raus. Wie viel hast du denn Verspätung? 2 Minuten. Ja, das schaffst du da. Jetzt kommt ja erstmal Silberstiel. Das ist ja erstmal 30. Ja. Da fahren wir jetzt erstmal konsequent 40. Manfred will ja noch. Du bist schon in Silberstiege. Ah ja. Na dann. Ja, die Achterbahnfahrt schon hinter dir. Ja, die hat sogar geklappt. Also das ist. Da ist der Bus jetzt nicht gegangen. Einmal Kurzstrecke bitte. Das beim Linksabbiegen danach irgendwie zu Bruch. Ist auch schön, dass hier die Menschen halb durch den Boden gehen. Also auf die Details wurde in der V3 ja wirklich geachtet. Ja klar. Hier kann man auch nicht unter den Boden gucken oder so. Nee, da konnte man in der V2 doch nicht unter den Boden gucken. Wieso kann man es in der V3? Wo? Silberstiege. Aber wer hat das eigentlich Beta getestet? Hallo. Weiß ich nicht. Ben. Oh, das war jetzt irgendwie bekloppt, hier rumzufahren. Aber gut. Haben wir. Guck mal, jetzt sind wir auch nur noch 2,6 Minuten verspätet. Also läuft. Ah. Klasse. Mag rote Ampel nicht. Nee. In echt übrigens auch nicht. Hallo. Ich hätte gerne eine normale Fahrkarte. Danke. Kannst du einfach schwarz fahren? Das würde Zeit sparen. Klar. Ja, pragmatisch denken, ne? Aber wie schon eins Alf wusste, praktisch denken sehr geschenkt. Ah, ich will mich aber als Städtedreieck per se nicht so viel aufregen. Wäre das mit Liebe zum Detail zu Ende gebaut worden, wäre das eine der besten Karten, wo gibt die V3. Aber es ist leider nicht konsequent zu Ende gedacht. Ja, das mache ich da. Ja, das ist löblich. Inklusive neuen Fahrplänen. Und neuen Haltestellschildern. Und neuem Linienkonzept. Eine Einzelfahrt. Einmal Tageskarte. Danke.
Gab sonst irgendwas Neues im Moment, wo man mal kurz quatschen könnte? Ich glaube, es ist relativ ereignisarm gewesen heute. Ja. Was an sich gut ist. Also, außer bei den Briten, ne? Ja. Also, denen gibt es ein bisschen was Neues. Ich bin immer kein Satire-Kanal. Weil anders kann ich mir das langsam nicht mehr schön zaufen. Ja, das stimmt wohl. Also, aber ich finde es gut, dass der Brexit nochmal verschoben wird. Also, irgendwann vergessen die eigentlich, was die da debattieren und dann machen die es einfach nur. Ja, lehnen die eigentlich Mays Deal noch ab oder sind die darüber schon hinaus? Wer war nochmal May? Schlagersängerin Vanessa May. Achso. Besser. Nicht? Du bist zu kompetent für diese Aufgabe. Ja, mein Boris Johnson. Ja, das ist quasi, so... Quasi der Neffe von Trump. Also das ist so der gelebte Witz Englands momentan, finde ich. Britischer Humor. Und der ist so britisch, den versteht sonst keiner außer den. Was darf Satire? Ja. Hallo. Hallo. Steht hier echt von beiden Shadern les, aber nicht schreibbar. Mit einem B. Mit schreibbar. Ja, schreibbar schreibt man aber auch mit EI. Also. Bitte auch mit EI. Ja, ja, das war Teil des schlechten Witzversuchs. Ich steh's richtig. Kurzstrecke für Schüler. Dann möchte ich bei dir mit deinem Rollkragenpullover immer gerne mal den Schülerausweis sehen. Ein Schüler, deine Rollkragenpullover tragen. Naja, und der etwas adoleszenten Stimme. Wenn du mir jetzt sagst, ich bin verfrüht, ne? Ja, natürlich, hatte Pause. Verfluchter Rathaus? Warum schaust du nicht einfach für sowas in Fahrplan? Weil ich davon nicht ausgehe. Deswegen gehe ich ja immer davon aus und schreibe halt einfach, damit Omsi das auch korrekt in den Kassen anzeigt, nicht nur die Abfahrtszeit mit der Pause hin, sondern rechne die Pause schon auf die Ankunftszeit an der Haltestelle drauf. Ziemlich smart. Wenn du nämlich 5 Minuten Pause hast, schaffen das manche Kassen sonst nicht, dann zeigen sie dir an. Die zeigen nämlich dann die Ankunftszeit an der Haltestelle an und nicht die Abfahrtszeiten. Das ist der Fehler in den Kassen. Das Fehler in der Matrix ist egal, stell ich jetzt soll nur vorpasst wieder. Deswegen bin ich da eher Fan von in der Ankunftszeit halt schon die Pause mit einzurechnen, dann zeigt Omsi dir das auch korrekt an. Ja, das ist ja dann auch prinzipiell sinnvoller, ne? Dann siehst du auch beim anderen an die Haltestelle schon, also ne? Ja, ich verstehe das. Du darfst dich dann nur bei den Fahrplänen, die ich mache, nicht wundern, wenn du zum Beispiel dann an der Haltestelle vorm Rathaus Beigelstraße abfährst, dass du dann auf einmal zu früh bist. Ja, ja klar. Aber an der Beigelstraße rechne ich auch nicht damit, dass man Pause hat. Ja, okay. Also da musst du dann einfach dran gewöhnen, wenn du bei mir siehst, du fährst von der Haltestelle ab und bist auf einmal zu früh, dann hattest du nicht an der Haltestelle Pause, sondern hast die an der nächsten Haltestelle. Ja, da würde ich es ja dann auch logischerweise machen. Ja, wenn du das weißt, jetzt schon, dann ist das ja schon gut. Ich weiß aber nicht, ob es im Städtedreieck irgendwo einen Fall gibt, wo 2 Haltestellen hintereinander kommen, an denen eine Pause sinnvoll wäre. Vielleicht Versorgungsamt und Fachmannplatz. Na gut, da kann man in der Zweifel gucken und fahren. Ja, wie gesagt, also ich mach's einfach so rum.
dass du, wenn du an der Haltestelle abfährst, siehst, wann du an der nächsten ankommen sollst. Na gut. Dann machst du halt die Pause einfach an der nächsten Haltestelle. Wenn du das weißt, dann ist das ja kein Problem. Ist richtig. Ja, mache ich auch immer so, lieber Autofahrer. Wenn ich sehe, dass der Bus abbiegen muss, fahre ich noch bis zur Linie vor. Mhm. Damit es schön eng wird. Lasst euch da nichts anderes einreden. Hätte ich, glaube ich, echt auch eine Leitplanke hingesetzt, wenn das so steil da ins Feld runtergeht. Ja. Was Richtung Schwimmbad, ne? Ja. Stehe ich schon. Ich meine, der ganze Überlandabschnitt, der jetzt kommt, ist ja nicht schlecht gemacht. Der hat ja viele nette Ideen. Unter anderem jetzt gleich diese Engstelle auf der Brücke. Ja. Bist du immer noch? Aber jetzt bist du nicht mehr verspätet, ne? Wegen der Pause. Ne, ich hab 0,8 Minuten Verfrühung. Deswegen fahre ich jetzt tatsächlich auch mal die vorgeschriebene 60. Ja. Öfter mal was Neues, ne? Du mal 60 fährst, wenn da 60 steht. Mhm. Dass an der alten Landstraße mal einer einsteigt, das kenne ich nicht. Okay. Ach, neu. Da quasi der Fienhofenweg Schettelreis. Ach, Folgentitel. Nee. In meiner Version gibt's ja die Haltestelle Fienhofenweg im Städtedreieck. Ja, in der hier nicht. Hinzugefügt. Hervorragend. Und natürlich erstmal übertrieben mit einem Wartehaus ausgestattet. Und eine Haltebucht. So, schon mal ersten Folgentitel gefunden. Easy Game.
Flup, flup. Wunderbar. Ja, also die Brücke finde ich immer noch ganz hübsch. Ja, das stimmt. Das ist wunder. Weil der Überlandteil ja eigentlich auch generell nicht schlecht aussieht. Stimmt auch. Und will tatsächlich an einer Brücke Autobahn raus? Ja, doch, die Haltestelle ist gar nicht so unwichtig. Ich habe heute mitbekommen, dass das Freitagstraining von Dena kommentiert wurde in der echten Formel 1. Ja. Nachdem mir das im Boxenfunk irgendwie so ein bisschen in Erinnerung geblieben ist, dass James da was von Felix von der Laden sagte und ich den Namen aber nicht sofort zuordnen konnte. Ah, das wusste ich tatsächlich. Reingehört und dann habe ich mir die Stimme konnte ich identifizieren. So, ich wusste das tatsächlich, weil James im Livestream gesagt hat, aber da warst du ja nicht dabei. Das ist richtig. Ich glaube, das war im Livestream, wo er das gesagt hat. Also es passt auf jeden Fall, weil ich wusste es halt nicht und hab's da auch nicht mitbekommen. Fand ihn aber erstaunlicherweise, also Dena, nicht so nervig wie in seinen Videos. Weil gerade in den Formel 1 Saisons mit Pete Smith ist er mir immer dezent auf Keks gegangen. Vielleicht nicht die schlauste Idee, die Fourier-Transformation auf meinen Schreibtisch zu schreiben. Wenn du das mit einem abwaschbaren Stift machst, geht's. Bleistift. Ich hab einen Radiergummi. Ein Ding. Auf das sie sich einbrenne. Ach ja, das ist gar nicht so schwierig. Im Zweifel merkt ihr einfach, du integrierst irgendeinen komischen Faktor und die Funktion über den ganzen Raum. Ja, den Faktor zu merken ist aber auch nicht ganz so schwierig, glaube ich. Nee, nicht wenn man schon mal mit komplexen Zahlen hantiert hat. Ja. Was ich an diesem Modul irgendwie immer noch komisch finde, ist, dass er die Vorlesung mit der Übung gar nichts zu tun hat. Ne? Das eine nicht irgendwie ein bisschen programmierlastig und das kommt in der Klausur dann gar nicht drauf. Übung ist ein bisschen programmierlastig, ja. Aber die Übung hat tatsächlich auch Anwendung der verschiedenen Algorithmen drin. Also das kann durchaus mal in der Klausur vorkommen. Ja, klar. Wie es in der mündlichen Prüfung aussieht, weiß ich nicht. Kann ich dir morgen sagen. Sehr gut. Löblichst. Du hast schon wieder umgeschaltet, ne? Ja, du hast schon wieder umgeschaltet. Ha, 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 ha. Ich liebe auch nochmal fahren in Umsicht.
Aber die Autobahnabfahrt in Griesbach finde ich immer noch ganz cool, dass man da so die Autobahn nochmal untertunnelt. Ja, das stimmt. Nimm's ja nicht raus, es wird nur keinen Linienweg mehr da lang führen. Ja, das ist auch gar keine Kritik. Wollte nur mal die Kreativität der Map-Entwickler da loben, wo sie angebracht ist. Dass man hier wieder unter die Straße gucken kann, ist natürlich wieder ein nicht so schönes Detail. Kreativität heißt, hat ja nichts mit Gründlichkeit zu tun. Ja, das stimmt in der Tat häufig. So, jetzt habe ich das auch fertig durchgelesen. Und, ich bin der Meinung, für heute reicht das. Vielleicht schaue ich es mir morgen früh nochmal an. Jo, passt doch. Heute werde ich nicht mehr nochmal anschauen. Bin zu blöd. Dann werde ich es in 10 Minuten auch nicht schaffen. Ist ja dann in 10 Minuten anfangen. Nee. Kein Bock. So schlimm wird das schon nicht. Natürlich nicht. Ich muss ja nur noch jetzt nächstes Jahr da irgendwann irgendwie effiziente Algorithmen machen, dann bin ich ja auch fertig mit dem ganzen Kram. Man hat sich dann auch wieder falsch rumgenommen. Der Autobahn durch und dann links. Ja, dann war's richtig. Oben hinter der Langbrücke nochmal links. Ja, das dann nochmal links und dann unten nochmal links und dann nochmal links. Und dann tatsächlich rechts, damit du auf den Busbahnhof raufkommst. Das ergibt Sinn. Ich wollte nicht mit. Hier. Gut, selbst wenn die mit wollten, sie wären nicht mal eingestiegen, weil der Bus ja schon umgeschildert hat. Ne? Echt? Ja, automatische Weiterschaltung kommt mit diesen Schleifen nicht ganz so gut klar. Reifen. Ja, weil du ja im Prinzip einmal am Griesbach-Bahnhof vorbeifährst, dann unter der Autobahn. Ach, das war schon, das ist schon nah genug? Scheinbar. Krass. Weil du fährst ja der anderen Seite der Bahnstrecken vorbei. Ich weiß es nicht, auf jeden Fall hat er es gemacht. Krass. Wenn du mir jetzt nicht noch reinfährst, dann ist das alles gestoppt. Zur Abwechslung auch nochmal rot. Uhr 8. Schöne Uhrzeit. So, brauchen wir schon Scheiß vor? Ja. Herr Fulagent, dann bedanke ich mich sehr fürs Zuschauen. Hoffe, ihr habt ein wenig Vergnügen. Wir sehen uns dann übermorgen wieder, hoffe ich. Und bis dahin macht eine schöne Zeit und tschüssi. Ciao.